Hallihallo meine lieben Freunde, willkommen bei Company of Heroes 2. Ja, falls, vielleicht mal vorab, falls ihr mich nicht abonniert habt, könnt ihr mich gerne abonnieren, würde mich freuen, denn dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden, wann eine neue Folge rauskommt oder falls eine andere Playlist eröffnet wird mit einem neuen Spiel, Vlogs, wie es weitergeht, etc. Für euch ist das ja alles kostenlos, für mich ist das Ganze ja auch kostenlos und ich verdiene auch nichts dran, aber wie gesagt, ihr bleibt auf dem Laufenden und nur darum geht es ja bei den Abos im Grunde und Ganzen. So, fangen wir aber gleich mal weiter zu spielen, weil wir sind ja hier gerade auf eine Panzerjagd. Irgendwo ist ein... Sturmgeschütz steht bereit. Wir haben eines der vorderen Gebäude verloren. Natürlich haben wir eines der vorderen Gebäude verloren. Natürlich. Na, jetzt reicht's mir. Was? Unter Beschuss! Kann ich doch dieses Jahr... Warum denn nicht? Da war der Panzer, natürlich. Panzer hier. Wer weiß, wo der herkam. Auf jeden Fall kam er irgendwo her. Naja, ist ja lächerlich. Das ist aber genau das, was ich vorhin meinte, was ich nicht so geil finde. Wenn die vorher schon immer alles wissen, bevor sie es wissen können. Ja, jetzt habe ich keine Einheiten mehr. Cool. Ja, natürlich haben wir einen Panzer verloren. Unsere Feinde haben einen Sektor eingenommen. Und natürlich haben sie auch einen Sektor eingenommen. Wie können wir helfen? Nehmen Gebiet ein. Also ihr merkt, das Spiel ist genau auf meiner Wellenlänge. Wobei ich momentan aus irgendeinem Grund auch nicht wirklich geil spiele. Also ich sage es mal anders. Ich bin von meinem eigenen Erfolg nicht überzeugt. Das ist es eigentlich eher. Da ich weiß, es geht deutlich besser, ist ja nicht das erste Mal, dass ich dieses Spiel spiele, auch wenn sich das vielleicht nicht so anhört oder vielleicht, dass man es nicht den Eindruck hätte, es wäre so. Ich will jetzt auf den hier spannen. Also jetzt will ich das hier aber auch... Das Benzin kriege ich doch nie zusammen. Ja, egal, dann mache ich den, weil ich... was soll ich denn machen? So, der hat Motorschaden, der kann nicht mehr gut wenden. Wir verlieren einen Sektor. Ja, natürlich verlieren wir einen Sektor. Ich sag's doch immer wieder. Hast du jetzt ehrlich gesagt was anderes erwartet? Der Feind hat unsere Nachschublinien unterbrochen. Die tun immer so, als ob das jetzt hier so eine ganze Neuigkeit wäre. Ich meine, hallo. Wir haben einen neuen Panzer 4. Wir haben einen neuen Grenadiertrupp. Und ich weiß, dass hier, glaube ich, ja, sind unterwegs. Ein Panzer mit Motorschaden war. Pioniere warten auf ihren Einsatz. Der Feind erobert unser Gebiet. Panzer 4 fährt los. Der Feind hat einen Keil in unsere Reihen getrieben. Scheiße. Jetzt verkacke ich. Natürlich. Eingetroffen. Ein Sektor wurde abgeschnitten. Nur miese Nachrichten.
Und ich kann nichts bauen. Nichts kann ich bauen, ey. Nur Kacke. Und der fährt einfach durch, weil er es kann. Guck mal, die Grenadiere, die normalen kleinen Mini-Einheiten von denen, sind besser als gut ausgebildete von mir, weil die einen Flammenwerfer. Wenn ich einen Flammenwerfer hätte, würden die einfach durchlaufen. Würden die sagen, scheiß drauf, wisst ihr was? Leckt mich doch am Arsch, ihr könnt mir gar nichts. Und genau das ist das, was ich meine. Und nicht mal das geht, Alter. Dieses Spiel macht mich echt fertig und ich habe langsam auch echt keinen Bock mehr, dieses Spiel weiterzuspielen. Also ich glaube nicht, dass davon ein Let's Play zustande kommt, es sei denn, ihr habt wirklich viele Kriegszahlen. Also das Einzige, was mich jetzt, glaube ich, noch motivieren könnte, dieses Spiel überhaupt noch zu spielen. Es geht halt mal gar nicht, sorry, aber das Spiel ist echt ein mieses Ding, so. Und ich muss sagen, es gab ja einige Updates, seitdem ich das letzte Mal gespielt habe. Ich habe das Gefühl, das Spiel ist deutlich schlechter geworden. Der Feind hat Fuß gefasst. Ich weiß nicht warum. Es ist wahrscheinlich nicht aus der Instinktion der folgenden Plan, die er zu spielen hat, sondern dass er vorher immer alles weiß. Frag mich, wo er die ganzen Ressourcen dauernd herkriegt, der Gegner. Der baut die Dinger, die alle nicht aus. Seine Punkte. Ein Sturmgeschütz ist bereit zum Einsatz. Das heißt, er versucht. Hallo? Wovon reden wir denn hier? Hallo, Company of Heroes 2? Mit 10 Updates, die total schlecht geworden sind? Weil ein Panzer gegen die hier vorne nichts ausrichten kann? Naja, jetzt doch. Einer. Ich meine, wenn man so von einem Panzer getroffen wird, kann man auch mal weglaufen, stehen bleiben und man kann nicht getroffen werden, weil ein Holzzaun im Weg ist. Ja, dieser schwere Holzzaun. Ich verstehe das. Ich habe auch mal Probleme mit Holzzäunen. Habt ihr auch solche Probleme mit Holzzäunen? Ja, die sind gefährlich. Wenigstens die Packs sind noch gut geblieben. Wenigstens etwas. Wer wollte einen Flammenwerfer? Sollen wir etwas einheizen? Gib mir zu, dass ihr dieses Stück schon ins Laufen bekommt. Stock hat das Ziel! Ein Trupp Pioniere ist eingetroffen. Der Feind erobert unser Gebiet. Wird er jetzt währenddessen sogar repariert? Unsere Nachschublinien sind unterbrochen. Nehmen das Ziel ein. Bewegung. Das ist ja auch das Einzige, was das bringt hier, die Pack. Einpacken und ausrücken. Das kann doch nicht sein. Wo kommt der denn bitte her? Wie kann der sich denn hier verstecken? Alter, ehrlich? Der Feind hat einen Panzer zerstört.
Ja, natürlich hat er einen Panzer zerstört, weil der sich hier in... da in dem Haus versteckt. Weißt du, der fährt hier rückwärts rein und wartet drauf, bis... Verstanden! Wir verlieren einen Sektor. Eingenommen. Pack. Natürlich hat er einen Pakt zerstört. Also man muss ehrlich gesagt diese Betonung von diesem Spiel auf die einzelnen Sachen ein bisschen abändern. Weil dann natürlich machen sie das. Pioniere, wir verschwinden von hier. Ich kann gerade nur den Kopf schütteln, ey. So. Pioniere, gleich ihr gleich von hier noch. Auf ihren Einsatz. Pioniere zu allem bereit. Pioniere erwarten wir. Wir werden das einnehmen. Vor allem, die kommen immer mit 6 Leuten aus meiner Richtung wieder. Das finde ich das Interessanteste. Der hat einen Flammenwerfer drin? Schwerer Flammenwerfer. Was ist das denn für ein mieses Teil? Was ist neu? Wir haben nur noch 200 Punkte. Ist er jetzt gerade echt zurückgerollt? Und Schaden kriegt er auch nicht, weil muss man ja nicht. Und jetzt hat ihn aus dem Blickwinkel verloren, also aus dem Augenwinkel. Wo ist der denn? Ein Trupp Pioniere ist eingetroffen. Den wollte ich ehrlich gesagt jetzt nicht einfach sinnlos opfern. Auf uns ist Verlass. Wir werden das einnehmen. Bitten um Flammenwerfer-Nachschub. Na, jetzt halten wir uns gerade mal ein bisschen. Was aber eher an den Packs liegt. Der Feind versucht uns unseren Sektor zu entreißen. Ja, ehrlich? Ja, gut, dass du das sagst. Ich dachte, der ist mein Freund und... Ein Sektor wurde abgeschnitten. Sollen wir etwas bei der Basis sammeln? Wir sind zu allem bereit. Fahrer, Gang anlegen und losfahren. Panzerabwehrkanone hier. Oh Mann, Leute, sage ich euch, das läuft ja hier wie die Faust aufs Auge. Ich habe eine schwere Fabrik gebaut, die noch nicht ein Fahrzeug gebaut hat. Ich glaube, da ist sie besser aufgehoben. Feindliche Einheiten sichern unser Territorium. Pioniere! Wir müssen etwas bauen. Kann man mit Steuerung eigentlich sagen, danach da weitermachen? Ja. Den Umkreis mit Stacheldraht. Das Vaterland ist gewachsen. Auch noch eine Pack zur Abwehr? Bereit. Jetzt geht's aber gerade eigentlich ganz gut wieder, ne? Ganz mal so, das ist, glaube ich, die Ruhe vom Sturm, bevor er mit, ich weiß nicht, 350
Einheiten Minimum einmal gerade durchfährt. So, das meine ich. Kann man, wie gesagt, auch mehrere Befehle doch hintereinander machen. Hat einen Keil in unsere Reihen getrieben. So, pack dahin. Hilft nicht gegen die Panzer, aber etwas. Naja. Bereit. Bereit, die Sowjettruppen anzugreifen. So. Ich wollte nur mal, damit sie die Richtung schon mal gewechselt haben. Natürlich erobert der Feind unser Gebiet. Okay, rücken aus. Stacheldrahtzaun errichtet. Der Feind hat unsere Nachschublinien unterbrochen. Ich will dazu gar nichts sagen. Ich glaube auch dadurch, dass die 6 sind und meine 4 brauchen meine 4 länger als deren. Lächerlich. Wir haben den Kontakt zu einem Gebiet verloren. Treibstoff fehlt mir, das ist alles. Wir verlieren einen Sektor. Wie oft soll ich das noch sagen? Natürlich verlieren wir einen Sektor. So, den lasse ich tatsächlich mal. Obwohl, wartet mal. Wir brauchen mehr Benzin, hilft ja nichts. Obwohl, ich lasse hier nochmal ein kleines Geschenk hinter. Und anschließend, wenn er fertig ist, dann bitte da. Besser als der Flammenwerfer. Nein, hier, der hält einfach drauf und meine hier gleich weg. Panzer bereit. So. Größter Panzer, den ich habe. Der Feind versucht uns unseren Sektor zu entreißen. Was wollen Sie? Zurück zur Basis! Zurück! So. Bereit! Stehlen wir es Ihnen. Wir nehmen das ein. Oh, wir haben gleich verloren. Vorrücken entspricht. Wir haben Verluste erlitten. Ziel ein. So. Pioniere, rücken vor zum Ziel. Dann nehme ich den nochmal und schicke ihn da. Unsere Feinde haben einen Sektor eingenommen. Ja, ja, weniger, aber jetzt müsste ich doch mal langsam hier Punkte kriegen. Panzerabwehrkanone hier. Ausrücken zum Erobern. So, noch eine Pack hinterher. Wir
So, das müsste ich doch wohl hinkriegen, noch in der fehlenden Zeit. Ich habe jetzt so viele Einheiten hier drin, das müsste doch relativ flott gehen. Ich fürchte, wir verlieren. Ja, werden wir schon. Ich habe jetzt in jedem Punkt habe ich Soldaten hin. Ich kann nicht mehr machen. Dicker Panzer gegen dicker Panzer. Den Punkt muss ich jetzt leider ganz kurz sausen lassen. Lasst uns hier einen Punkt aufbauen. Nicht nachlassen. Der Feind hat noch 300 Punkte. Ja, und wir 6. Während des Kampfes repariere ich den. So, geht doch. Geht doch. So haben wir jetzt wenigstens noch eine kleine Chance. Und ich würde sagen, ob wir mit den letzten 6 Punkten es tatsächlich noch hinkriegen. Dazu werde ich wieder in die Pause gehen, aber vorher noch. So. Und ob wir das noch hinkriegen, werdet ihr in der nächsten Folge von Company of Heroes sehen. Es ist ja doch ein bisschen länger geworden, als ich gedacht habe. Naja, gucken wir einfach mal. Ich sage auf jeden Fall danke fürs Zugucken und bis demnächst. Tschüss, Leute!